Heute werden wir uns in den Gildenkampf bewegen. Ich habe also schon den Weg des Beschwörers fertig, deswegen ist hier das Symbol weg. Ja, nicht wundern, also es ist jetzt kein uraltes Video oder so. Es ist einfach nur, dass ich den Weg des Beschwörers schon fertig habe. Okay, aber darum geht's heute eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich heute euch ein bisschen, also das ist so ein kleiner GK, BK, also eher GK. Ich weiß, ihr wollt BK sehen. Bei BK ist es aber immer sehr problematisch, da wir Calls haben. Ja, und ich kann hier nicht 2 Stunden sitzen, mehr oder weniger. Das ist so das erste Problem. Das zweite Problem, ja, ich sag mal so, die Gilde könnte auch sich ein bisschen zurückhalten in der Zeit, wo ich aufnehme. Dies, das wurde auch schon besprochen. Finde ich aber halt ein bisschen unfair, muss ich tatsächlich sagen. Mag ich nicht so. Bin ich nicht so der Fan von, einfach nur weil ich ein Video mache, dass ich da irgendwie bevorzugt werde oder so. Finde ich nicht so geil. Ja, das ist die nächste Möglichkeit, die ich hätte, wäre es offscreen aufzunehmen, also ohne Ton und es hinterher zu vertonen. Also so gesehen ist dann so erklären. Ich glaube, Saishiso macht das so. Ich glaube, der macht das so. Das wäre eine Option. Das Problem ist nur, ich mache Kämpfe immer so random. Ich mache sie mal am Tag, wenn ich gerade einen Kaffee trinke oder so mal. Dann mache ich die mal hier, wenn ich kacken bin oder so mal im Kampf. Und dann abends mal ein paar Kämpfe. Ne? Also die sind immer alle sehr verwurschtelt und ich kann nicht immer mal eben am PC gehen, um ein BK-Kampf aufzunehmen. Das ist halt das Ding. Wäre cool, wenn es mal eine Replay-Funktion geben würde, irgendwie bei der Weltarena oder so. Das wäre ganz cool. Gibt es aber nicht. Aber egal, darum wollte ich auch nicht reden. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen GK. Und schade, dass man hier nicht rauszoomen kann. Und ich bin immer noch der Meinung, GK sollte unbedingt überarbeitet werden. Das ist mein größter Wunsch von Uncomtours. Überarbeitet GK mal ins 20. Jahrhundert. Das wäre schön. 20. Jahrhundert ist richtig, ne? Ja, glaube ich schon. Okay. Und zwar geht's um Stream. Ich kriege immer mal wieder zu hören, also ich krieg's immer mit, auch gildentechnisch auch häufiger gefragt, wollte er nicht heute streamen, wollte er nicht dies und das machen? Ja, ist theoretisch meistens richtig, dass ich mir das mehr oder weniger vorgenommen habe, aber ich glaube, ich muss euch mal erklären, warum ich so Probleme habe zu streamen. Weil ich bin ja einer, ich habe Probleme damit. Muss ich ganz ehrlich sagen, das liegt nicht immer Zeitmanagement zusammen. Also es gibt auch Abende beispielsweise, da könnte ich jetzt hier sitzen und könnte theoretisch ohne Probleme groß streamen. Eine ginge theoretisch, ohne Probleme. Das größte Problem an der Sache ist, dass es bei mir mehr Kopfsache ist. Ja, also ich suche gerade ein Monster, was ich da reinpacken kann. Ich nehme einfach mal Savannah. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, die Savannah macht nichts, weil sie instant weggenukt wird, aber egal. Das ist bei mir halt eine große, riesengroße Kopfsache. Ja, weil ist jetzt ein bisschen uncool darüber zu reden, muss ich. Ah, ich hasse Resistance. Rausgeprockt, oder? Blödes Drecksvieh. Wegen der sozialen Phobie, weil ich eine soziale Phobie habe, ist es für mich sehr, sehr schwierig. Fuck it. Kriegen wir nochmal einen Attack Break? Shit, okay. Ich muss detonieren. Ich hoffe, ich bin schneller. Bin ich schneller? Ich bin schneller. Kriege ich ihn vielleicht sogar killed? Oh, nice. Okay, das war gut. Ich habe eine soziale Phobie, dadurch ist es für mich ein bisschen schwierig, da drauf einzugehen. So Videos und zu gehen, weil ich keinen direkten Kontakt habe, beispielsweise mit dem Chat. Ne, das ist so das Erste, was mich immer daran hindert, überhaupt den Stream anzuwerfen. Also da habe ich eine sehr große Blockade noch, ja, wobei ich es könnte und ich auch richtig Bock drauf habe. Beispielsweise jetzt Elden Ring ist herausgekommen und das wollte ich auch auf jeden Fall streamen. Ich spiele es gerade so ein bisschen eher privat. Das liegt also neben dem Problem mit dem Stream, also diese Art soziale Phobie, also es ist eine soziale Phobie, ist es so, dass, oh, gut getuned. Also muss man sagen, ist sehr gut getuned, das Team von denen da, die Dev da. Das Problem, das ist mein erstes Souls-like und ich bin privat übelst am Abkacken. Also ich weiß nicht, ob das gut zum Angucken ist, so schlecht wie ich spiele. Das ist so das Zweite, was mich so ein bisschen daran hindert, das Spiel gerade zu streamen. Natürlich habe ich auch noch andere Möglichkeiten, ne? SW kann ich easy peasy streamen. Wobei, man muss ja auch daran denken, bezüglich der sozialen Phobie, beziehungsweise Angst nenne ich es mal. Angst, oh fuck, oh ich lebe noch, ha! Angst zu streamen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich viel Angst habe, Falsches zu machen, was Peinliches zu machen, sowas halt, ne? Das ist so die größte Problem. Und ich denke, ich muss euch einfach jetzt mal erzählen, weil es ist jetzt schon sehr lange und ich glaube, die meisten fühlen sich da hart verarscht bezüglich Stream, weil ich es immer wieder anspreche. Aber ich habe ja, wie gesagt, auch richtig Bock drauf. Aber ich kriege diese,
diese Blockade nicht überwunden. Ne, diese Blockade nicht überwunden, diesen Button zu drücken und einfach zu machen. Ganz schlimm. Ist ganz schlimm. Ja, dann suche ich mir wieder irgendwelche Ausreden. Ja, vielleicht funktioniert das nicht, vielleicht ruckelt's, bla. Ne, spielt zu schlecht, wie zum Beispiel bei Elden Ring. Ne, ich spiele zu schlecht, das wird auch keiner sehen. Weil das ist, wie gesagt, mein erstes Souls-like und ich weiß, dass Elden Ring nicht, ist nicht das beste anfängerfreundlichste Souls-like. Also da sollte man vielleicht eher auf andere zurückgreifen. Das ist mir dann auch mehr oder weniger aufgefallen. Aber nun gut. Boah, meinst du, der macht hier was? Ich will's mal testen. Mal gucken, ob der hier was macht. Sind ja sehr viele AOEs bei. Na, und bei Videos habe ich nicht diesen direkten Kontakt zum Chat. Ich muss nicht Angst haben, irgendwas zu machen, weil ich es einfach rausschneiden kann, wenn irgendwas passiert. Sagen wir, irgendwas Peinliches passiert oder irgendein Blödsinn passiert oder sonst was. Ja, das kann ich einfach rausschneiden ohne Probleme. Und beim Stream ist es nicht der Fall. Deswegen, da muss ich wieder ein bisschen mehr achten. Deswegen ist... Fuck, Wusa. Ist das wieder ein bisschen... belastender, was das angeht, ne? Ja, das sind so die größten Probleme. Also das ist so der Hauptgrund, weswegen ich sage immer, ich möchte, das war Fail. Ich möchte streamen und ich möchte ja auch streamen. Ne, das ist ja nicht so, als ob ich gar nicht streamen möchte. Wie gesagt, der Wille ist da und Bock habe ich auch. Ich hasse Kakanu. Wenn man auch offensiv reingeht. Okay, das ist gut, wenn die Bobbe trifft. Sehr gut. Danke, Sierra. Mein Lebensretter ist wieder on the flee. Der ist tanky. Ist ja auf Nemesis! Da fuck, der ist auf Nemesis? Oder habe ich mich jetzt nicht verguckt? Der war doch auf Nemesis? Lol. Naja, das ist so das größte Problem auf jeden Fall. Nur um es mal jetzt wirklich klipp und klar zu sagen, weswegen ich immer sage, ich möchte streamen, ich habe Bock drauf, etc. Ja, und ich habe auch Bock drauf. Nur diese Blockade zu überwinden, ist für mich sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ich glaube, es ist auch ein bisschen... Ja, es ist eigentlich ist es eine Kopfsache. Eigentlich ist es nur Kopfsache, weil ich mir viel zu viele Gedanken mache, was könnte passieren, wie schlecht kann ich abschneiden. Sowas halt. Ne, das ist so das größte Problem. Deswegen habe ich Probleme mit dem Stream. Ja, und deswegen mache ich es... Also es ist sehr schwer. Ich habe Bock drauf, wie gesagt, aber es ist für mich einfach fast... Boah, es ist sehr schwer. Manchmal mache ich es halt zwangsweise, weil zum Beispiel Leute unbedingt wollen, dass ich streame für ihr Opening. Oder jetzt zum Beispiel beim 8-jährigen Jubiläum und so. Das mache ich, weil ich es muss, mehr oder weniger. Das ist so ein Zwang, weil ich es gerne möchte. Und jetzt, wie gesagt, ich bin ja Partner mit Come to Us und da erwarten die sowas halt auch mehr oder weniger. Und dann bleibt mir mehr oder weniger auch nichts anderes übrig, als das zu machen. Ich habe Probleme mit Cerato Devs, by the way. Trotz Molly... Ich habe da übelste Probleme, aber versuchen es einfach genau nochmal so, wobei ich eher einen Stripper gerne hätte. Gianna's Dad, naja. Juno vielleicht? Könnte man probieren. Unten die LDs. Man könnte versuchen, mit Leo da reinzugehen, aber ich mag das nicht. Die hat nur einen Solo-Strip. Ich glaube, ich lasse aber Sierra tatsächlich drin. Ja, und ja, aber ich muss es mal sagen, weil ich sag immer nur, ich möchte es machen, mach's aber am Ende nicht. Ja, und man weiß aber gar nicht genau warum. Mehr oder weniger, dass ich so das Gefühl, also nicht, dass ihr denkt, ich verarsche euch irgendwie oder sowas, weil das ist ja nicht der Fall. Ja, das ist hundertprozentig nicht der Fall, das ist einfach so ein großes Problem, deswegen muss ich es sehr, sehr langsam angehen. Und es muss einfach das Perfekte sein, denke ich. Ja, wie zum Beispiel bei Elden Ring habe ich das Problem oder ein großes Problem darin. Ich sehe halt da drin, dass ich sehr schlecht da drin bin, weil wie gesagt, das ist mein erstes Souls-like. Na, ich habe noch nie ein Dark Souls-Teil oder so gespielt, noch nie in meinem Leben angefasst und ich habe übelste Probleme damit. Ja, das ist das Problem. Ich habe übelste Probleme damit. Ja, ich hatte einfach, ich glaube, 10 bis 15 Anläufe gegen den ersten Boss. Na, also, und ich weiß überhaupt nicht, ich komme überhaupt nicht mit der Steuerung klar. Das ist so das Nächste. Ich komme einfach absolut nicht klar mit der Steuerung. Ganz schlimm. Weil ich einfach seit 4-5 Jahren keinen Controller mehr in der Hand hatte, außer Switch hier und da mal. Ja. Und das ist für mich halt so ein peinliches Ding, muss ich sagen. Also ich finde das halt schon ein bisschen peinlich, dass ich einfach überhaupt nichts geschissen kriege da. Aber naja, das nochmal zum Thema dazu. Na, ich will jetzt nicht ganz Zeit darüber reden, aber das ist so der Grund, weswegen ich so Probleme habe bezüglich Stream. Ja, also ich verarsche euch nicht in der Hinsicht oder so, ich hab Bock drauf und alles. Aber sag mal, die Savannah ist mega slow, oder?
Aber egal. Na, da, na, ne, nur, dass ihr das wisst so. Weil ich habe da, glaube ich, noch nie drüber geredet. Tschüss. Ich habe da, glaube ich, noch nie drüber geredet. Und ich dachte, ich glaube, es wird mal Zeit. Weil ich, wie gesagt, immer so häufig ankündige und am Ende kommt einfach nichts. Ich glaube, das ist schon ganz okay so. Na, also, dass ihr es mal wisst, was da überhaupt abgeht. Ich mache jetzt erstmal den, um sie rauszukillen. Ja gut, dann killen wir sie raus. Weil er haut da ja eh durch. Stun kann ich bei ihm ja nicht. Gut, jetzt hat er den zweiten draußen. Kann ich den machen, dann habe ich da ein bisschen mehr Puffer. Und machen wir so. Yep. Oh, der ist auf Vio, okay. Und so. Reparino. Oh nein, der ist auf Revenge. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Okay, cool. Das war's, glaube ich, mit GK. Habe ich sonst noch was? Eigentlich nicht. Eigentlich tatsächlich nicht. Eigentlich war mir in erster Linie war es mir einfach mal wichtig, euch zu erklären, was da abgeht. Ne? Wie gesagt, ich versuch's. Ich werde auch wahrscheinlich, wenn ich mal live gehe. Na, das kann passieren. Ja? Kann sein, dass ich mache keine Ankündigung. Also am besten folgt ihr einfach auf Twitch und dann seht ihr das. Wenn ich SW streame, ist es vielleicht was anderes. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt am Anfang, wenn ich wirklich erstmal reinkommen muss und erstmal, ne, erstmal gucken, wie alles funktioniert, dies, das, ob ich da eine Ankündigung machen möchte. Also wenn ihr wirklich dann dabei sein wollt, wenn ich dann mal streame, am besten einfach mal Twitch folgen. Dann kriegt ihr ja meistens eine Benachrichtigung. Und dann einfach gucken. So. Was machen wir? Also wir könnten bis 12 warten. Nee, dann machen wir ja nicht. Das dauert noch 15 Minuten für Abigail Skill-Ups. Aber das Ding ist, ich alles dupe. Und hier unten wäre wenigstens Marsha und Edna neu, aber sollte man auf Net5s gehen, ist die Frage. Eigentlich nicht. Eigentlich darfst du nicht auf Net5s gehen. Du musst auf die Skill-Ups gehen hier, bei den Stones. Ja. Das öffnen? Nee. Okay. Wer hat denn da was bekommen? Ein Phönix. Ui, toll. Ja, das... Oh, warte, okay, doch, warte. Warum haben wir noch die Reaps hinterher? Ja, komm, wir machen noch schnell die Reaps. Die müsste ja immer noch die Fey hier haben, genau. Ich bleib auch bei der. Ich möchte die gerne weiter reappen hier. Auch wenn sie, wie gesagt, keinen Innate hat, ist nicht so schlau. Aber ich möchte die trotzdem erstmal weiter reappen. 22 ACC. Nice. Vielleicht sind wir hier ein bisschen lucky und kriegen einen coolen Speedwert irgendwie aus Luck raus. Aber die rechte Seite war ja mal der absolute Hammermann. Einfach alles in Flat HP rein. Attack, Death, Speed. Nee, da gefällt mir die trotzdem besser. Da sind viel zu viele Flat-Werte drauf. Das ist halt die Kacke, wenn man kein Innate hat, ne? Das ist halt richtig schlimm, ey. Oh, die sieht ein bisschen besser aus. Oh ja, die ist gut. Da könnte man... Ich glaube, in meiner Hinsicht würde ich da die Crit Damage rausnehmen für Speed. Und das ist eine relativ solide Supporter-Rune. Ja, gefällt mir ein bisschen besser. Ja, nee, die lasse ich so. Die ist okay. Dann gehen wir lieber nochmal... Ich glaube, wir gehen hier nochmal drauf. Ja, wir machen hier den einen nochmal. Ist eigentlich auch eine ganz okay Rune. Ein bisschen wenig Speed, Crit Damage on Fliegmann. Nee, danke. So viel Crit Damage brauche ich dann auch nicht. Okay, das war's dann jetzt. Ich habe, glaube ich, auch keine... Oder habe ich inzwischen eine antike Rune? Da muss ich mal kurz gucken. Nee, habe keine antike Rune. Okay, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein.